Wir schauen uns 5 gruselige Videos mit möglicherweise echten paranormalen Phänomenen auf Kamera gebannt an. Dazu eine interessante Einsendung eines Zuschauers. Macht euch bereit. Am 27. Juli 2024 zieht eine Frau namens Celia aus Frankreich in ein großes Einfamilienhaus und wohnt dort derzeit die nächsten Monate ganz allein. Der Ort hat zeitweise eine unheimliche Atmosphäre und birgt im alleinigen Anblick nach düstere Geheimnisse. Die Geschichte lautet so, dass sie eines Nachts für sich selbst das Hexenbrett ausprobiert und seitdem bizarre Dinge im alten Haus vonstatten gehen. Das erste Video auf ihrer TikTok-Seite zeigt sie dem oben stehenden Text nach ihre Pumpe allein im Spukhaus wechseln. Ob das gut gehen soll? Komische und unerklärliche Geräusche erschrecken die junge, alleinlebende Frau. Nachdem sie mit dieser Pilotfolge über 12 Millionen Aufrufe ergattern konnte, geht sie selbstverständlich weiter auf die Spukumstände ein und zeigt mehr. So filmt sie sich spätabends im Wohnzimmer. Irgendetwas scheint ihr aufzufallen, doch mir ist nicht ganz klar, was genau. Sie richtet das schräge Gemälde an der Wand und etwas fällt auf den Boden. Ein geheimnisvoller, antiker Schlüssel, der zum Spukhaus gehört. Sie testet den Schlüssel an der Tür zum Dachboden aus, doch dafür ist er nicht geeignet. Die Filmerin läuft nun runter und hört Gerumpel aus der Küche. Nur um dort die Tür auf seltsame Weise geöffnet vorzufinden. Vielleicht passt der Schlüssel zum Keller, denkt sie sich und schaut nach. In der Tat passt der Schlüssel vom Gemälde in das Schloss zum Asbach-uralten Kellergewölbe, welche Räumlichkeit das hohe Alter des Gebäudes andeutet. Celia fühlt sich nicht wohl dort unten und kehrt zurück ins Haus. Non, ça y est.
Auf Rat ihrer Zuschauer verstreut sie Salz in jeder Ecke des Hauses und lässt ein Gebet am Handy abspielen. Währenddessen läuft im Hintergrund etwas ab, das ich die TikTokerin nicht erklären kann. On va faire brûler la souche, les gars, on va faire brûler la souche. Celia dreht sich erschrocken zur Küchentür um, auf welcher sich ein merkwürdiger Schatten spiegelt. Mit dem Entzünden eines Räucherstäbchens ist ein Knall hinter ihr zu hören, was sie aufspringen lässt. Dann nimmt sie ihr Handy, zeigt angeblich ihren Puls und weitere Tippgeräusche tönen aus der Küche. Etwas sagt mir, dass Celia nicht unbedingt mit offenen Karten spielt. Die Herleitung aller Spukphänomene sind irgendwie etwas schwammig für meine Begriffe. Allerdings konnte ich im Video noch keine Auffälligkeiten finden, die auf einen eindeutigen Fake schließen lassen. Eine junge Frau, die alleine für längere Zeit ein großes, altes Haus bewohnt. Wieso dem so ist, weiß ich leider nicht. Dem Seh- und Hörbaren in den ersten viralen Videos nach soll sich das Übernatürliche in diesem Einfamilienhaus rumtreiben. Glaubt ihr, dass hier mehr dran ist? Gerade im Herbst und Winter, wenn es kälter wird, ist die perfekte Zeit, um gemeinsam Horrorfilme zu schauen. BrennerXOX auf TikTok und ein Freund von ihr ziehen sich zusammen ein Klassiker des Horrorfilmgenres rein. Ihr Kumpel meint den Moment mit seinem Handy festzuhalten und fängt dabei Folgendes ein. It's not even scary. It is scary. It's not. You killed your mother. You killed your mother. You killed your mother. You killed. Die Clownspuppe an der Wand bewegt sich zweimal vor laufender Kamera nach vorne, so als würde wer mit einem unsichtbaren Faden daran ziehen. Doch ist dem so? Ich sehe keinen. Vielleicht ihr. Das Video wurde von Brenner erst am 4. Oktober 2024 hochgeladen. Zum Zeitpunkt meiner Recherche ist noch nicht mehr als das geschehen. Da ihr Clip aber mit über 1,5 Millionen Aufrufen hohe Bekanntheit erlangen soll, geht sie auf Kommentare ein, die danach fragen, ob sie auf oder neben einem Friedhof lebe. Video. Okay, so I thought I'd show you that I actually do live across the road from a cemetery. Normally this stuff doesn't scare me, but the clown kind of did. But I find this a very peaceful, restful place. I've walked in here a few times, I've been here about a week. Yeah. So, I don't know, maybe I need some sage, because the scary clown is kind of scary, and I'd rather not have that happen again. So, any tips and advice would be great. Thank you. Ihr Kumpel zeigt uns auch noch ihre unheimliche Sammlung. Gewiss schlummert hier irgendetwas. Die heimgesuchte Clownspuppe haben sie allerdings von der Wand entfernt. Clip B laufen lassen. Ein Zuschauerkommentar behauptet, dass solche Sachen Portale öffnet und man dem Ganzen eine Erlaubnis geben würde. Darauf geht Brenner in Kürze ein. Okay, I have an update for you guys. Anyone following along to all the scary stuff that's been happening in my house? I heard heavy machinery today and some people working, so I went across the road. I found the groundsman and a section I hadn't seen before. He told me they have been digging up old graves to replace with new ones for a month and a half. This could explain what's been happening in my house. Check out these photos.
Lärm von einer Baustelle vor ihrem Haus auf dem Friedhof bringt sie zur Theorie, dass das Ausheben und Erneuern der Gräber vielleicht erkläre, was in ihrem Zuhause abgeht. Beweisbilder im Anschluss zeigen tatsächlich Riesenaufhebungen alter Gräber wie beschrieben. Es stellt sich berechtigt die Frage weiterhin, was es mit dem ersten Video und der Clownspuppe auf sich hat. Das Set und Setting kann gestellt und genauso echt sein. Da muss jeder auf sein Bauchgefühl hören. Solange ich keinen Faden erkennen kann, weigere ich mich hundertprozentig hier von einem Fake auszugehen. Auch wenn das leider immer der Fall sein kann. Hier denke ich aufgrund der spuktechnisch ereignislosen Update-Videos, dass es sich um einen tendenziell echten Geistervideofall handeln kann. Der Vorfall ist gerade mal einen Monat her, also schauen wir mal, ob sich noch weiteres ereignet. Was meint ihr soweit? Wenn dir das Video gefällt, warum nicht ein Like oder Kommentar da lassen? Und falls ihr ein gruseliges Video gefunden oder selbst gedreht habt, schickt es mir gerne an meine E-Mail-Adresse oder per Instagram-DM. Danke vom Herzen für jeglichen Support. Jetzt geht's weiter. Ein junger Mann entscheidet sich dazu, ein Abwassersystem weit weg von seiner Stadt alleine zu erkunden, wo sich auch sonst in der Nähe keiner rumtreiben soll. Erst solle er in Begleitung eines Freundes die Erkundung antreten, doch dem gefiel die Idee nicht, da es ihm nach zu weit weg und gefährlich ist. So habe er sich dazu entschieden, alleine zu gehen, da er es mag, verlassene und heimgesuchte Orte zu erkunden. Nach etwa 20 Minuten waren komische Geräusche tief aus dem Abwasserkanal zu hören. Der Abenteuerbursche schreit und ist sehr verschreckt. Mehrere Augenpaare starren ihn aus der Dunkelheit der Kanalisation an. Für mich hört es sich nach wahrer Panik an. Haarsträubendes Gekreische tönt durch. Zeit für den jungen Erkunder zu handeln. Und so flüchtet er und fängt dabei auf laufender Kamera das ein, was ihn angestarrt haben könnte. Doch keiner kann so recht erklären, um was es sich hierbei genau handeln kann. Ein pures Mysterium ohne weitere Quellennennung, das bei mir mehrere Fragezeichen aufleuchten lässt. Wieso geht man da alleine hin? Unserer Quelle nach, weil man sich halt fürs Erkunden solcher Orte interessiert. Aber doch nicht allein. Da leider unbekannt für uns bleibt, um welchen Abenteurer es sich jetzt hier in Wirklichkeit genau handelt, bleibe ich hier sehr skeptisch. Obwohl ich auch die Reaktion des Urbexers naheliegend und passend finde. Schauspiel ist aber auch weiterhin eine Option. Wie schätzt ihr das Video ein? Und vor allem, was genau startet ihn nun an? Was meint ihr? Echt oder Fake? Ein Zuschauer aus unserer Community sandte mir vor ein paar Wochen ein etwa vierminütiges Video an meine Mail, in welchem wirklich Mysteriöses zu sehen war. Er berichtet, dass er an einem Sommermorgen gegen ca. 4 Uhr in der Frühe durch den Auwaldpark am Auwald 10 Ingolstadt auf der Suche nach Geistern unterwegs war. An der Stelle, wo er sich im Video befindet, wurde ihm nach im Jahr 1945 während des Zweiten Weltkriegs jemand hingerichtet. Er habe gefragt, ob jemand aus der Welt der Geister anwesend sei und bekam diese Antwort. Na, bist du da? Na, siehst du, da sehe ich dich doch. Hallo, grüß dich. Bleib mal hier, hey, hey, hey. Hier. Ich sehe dich, ja. Ja, wo bist du hin? Ja, da bist du. Ja, bleib doch da. Bleib doch da. Ja, das ist cool. Ja, ja. Okay. Hi, wie geht's dir? Süß. Bist du weg?
Zeig dich nochmal. Eine komische, gelbliche Form taucht unmittelbar vor der Linse seiner Frontkamera auf. Er selber habe im Moment mit eigenen Augen nichts gesehen. Bloß die Kamera scheint jene Form wahrnehmen zu können. Er spricht von einer reiskornartigen Anomalie. Und solange seine Aussagen stimmen und man nicht eindeutig sagen kann, was das ist, halte ich es auch für in Ordnung, darüber zu theorisieren, was das in Wirklichkeit ist. In seiner Mail an mich weist er auch darauf hin, dass er bemerkt, wie ihm kälter wurde und ihm auch wer tatsächlich nachpfiff. Der Oberhammer kommt aber noch, als er sich den Parkplätzen nähert. Ist das eine Einladung? Ich weiß nicht. Also. Er schreibt in seiner Mail weiter davon, dass dieser Geist sogar kurz zu sehen ist, bevor er die Bierflaschen, Zitat, teleportieren ließ. Vielleicht ist euch aufgefallen, was er mit der Teleportation meint, aber ich meine verstanden zu haben, was er mit der Geistersichtung meint, als er sich gerade beim Umdrehen ist. Tatsächlich zeigt sich irgendetwas von Kopf bis Fuß. Erst dachte ich an so etwas wie Mülltonnen, Müllsäcke, eine Laterne oder einfach nur ein Schild. Doch in diesen wenigen Frames, während er sich zum deutschen Kulturgut umdreht, ist nun mal wirklich etwas zu sehen, wo ich mehrmals drüber schauen musste. Und auch Sekunden vorher, als er sich in die Richtung bewegte und wir den Weg begutachten können. Freunde, ich sehe da nämlich nichts, was diese etwa drei anomalischen Punkte erklären könnte. Vielen herzlichen Dank für das Zusenden des doch schon sehr interessanten Videos. Ob nun was dran ist, kann ich schwer beurteilen. Aber da das Video, sag ich mal, aus unseren Reihen stammt, stimme ich hier in Richtung zu sagen, dass wir uns gerade ein authentisches Video mit zwei möglichen Anomalien angesehen haben, wozu ihr natürlich auch gern eure Meinung in den Kommentaren äußern könnt. Also, was meint ihr über diese Einsendung? Folgendes Video stammt von der Sammelseite The Hour of Fear auf TikTok, welches am 6. Oktober diesen Jahres, ohne weitere Nennung der Originalquelle, geteilt wurde. Zu sehen ist ein Wachmann eines Bestattungsunternehmens, welchem etwas Merkwürdiges aufgefallen ist, weswegen er mit Taschenlampe bewaffnet den Trauersaal untersucht. Im Moment der Aufzeichnung ist alles völlig düster, nur sein Licht der Taschenlampe leuchtet ab, was vor und neben ihm ist. Doch über den Nachtsichtmodus der Sicherheitskamera zeigt sich etwas, das allem Anschein nach nicht möglich sein kann. Ein kleiner Junge taucht aus dem Nichts hinter der letzten Stuhlreihe auf und scheint dem Wachmann einige Meter zu folgen. Dieser bemerkt hingegen nichts. Inmitten des Ganges wird die Erscheinung des angenommenen Geisterjungen immer klarer und eindeutiger, was viele, eingeschlossen meiner Wenigkeit, zum Zweifeln über die Echtheit hierüber bringt. Nichtsdestotrotz endet der Ausschnitt mit dem Wegrennen und für die Angehörigen wohl unerklärlichen Verschwinden des Jungen. Wohl bemerkt habe der Wachmann des Bestattungsinstituts keinerlei Kenntnis just im Moment von irgendwem, geschweige eines Jungen bei Nacht im Trauersaal genommen. Was also hat es mit dieser auf TikTok verbreiteten CCTV-Aufnahme auf sich? Seid ihr da auch eher skeptisch? Eure Vermutungen und Tendenzen gerne in die Kommentare. Der Bonus für heute stammt von der Seite Compa Viking Zero und zeige der Informationslage nach einen Mann auf seinem Heimweg. Als er an einer Baustelle vorbeikommt, hört er plötzlich Babywein von drin und geht näher ran. ¿Hay alguien?
Der Mann filmt rein ins Gebäude und die quälenden Geräusche werden nur lauter. Eine schwarze Schattengestalt taucht plötzlich aus dem Boden auf und ist für wenige Frames in Bewegung zu sehen. Live Augenzeuge des Schreckens huscht der Filmende zurück und hier bricht auch die uns zuvor liegende Aufnahme leider ab. Es ist nicht bekannt, von welchem Ort die Aufnahme genau stammt. Wie die mindere Qualität des Videos ist die Audio leider auch sehr schlecht und somit ist es sehr schwer aus der Ferne auszumachen, ob es sich um eingefügtes Audiomaterial handelt oder an der allgemeinen Videoqualität liegt. Eine auf TikTok geteilte Found-Footage, über die leider nicht mehr bekannt ist als das, was ich euch davor sagen konnte und was im Video zu sehen und hören ist. Könnte hier was dran sein oder handelt es sich bloß um eine Nachstellung? Herzlichen Dank fürs Einschalten, Freunde der Nacht. Das waren mal wieder ganz schlicht 5 gruselige Geisterfälle, die auf TikTok momentan kursieren, unter der Woche. Welche hat euch überzeugt? Welche waren eher der reinen Unterhaltung? Ihr seid wie immer die Richter. Wir hören uns wie gewohnt am Sonntag wieder. Bis gleich oder einfach zum nächsten Mal. Schöne Woche euch noch. Haut rein.